bitches. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games of the Hive. Heute spielen wir die wunderschöne Map Emporium, die ich wirklich richtig gerne mag, ehrlich gesagt. Leider wird viel zu wenig gespielt dafür, dass sie so cool ist. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich die nächsten 5 Episoden jetzt Challenges mache. Und ja, ich habe mir so überlegt, dass ich erstmal mit einfacheren Challenges anfange, weil ansonsten ist das natürlich uncool, wenn ich direkt mit der gar nichts Challenge anfange. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen fange ich erstmal mit einer relativ leichten Challenge an, und zwar ist das die Gold-Challenge, in der man nur Goldrüstung und Goldwaffen benutzen darf. Und, oh ja, das ist natürlich, oh Gott, ich habe schon mal Goldschwert bekommen. Ja, da darf ich den Dings nicht benutzen, den Eisenharnisch. Aber das ist ja auch eigentlich egal. Eigentlich müsste ich jetzt Tier 1s looten, weil mit Tier 2s findet man ja eher nicht so die Goldrüstung des Todes. Jetzt haben wir schon mal Schuhe, das ist natürlich richtig geil. Aber ich werde trotzdem halt meine normale Route ablaufen, weil in Tier 2s findet man natürlich auch ab und zu mal gutes Essen, und das wäre natürlich auch praktisch. Die Schwerter zum Beispiel dürfte ich auch nicht benutzen, halt wie gesagt nur Goldrüstung und Goldwaffen. Ich habe unter dem Video, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber ich habe auf jeden Fall mal dieses Video hochgeladen, wo ich nach Challenges gefragt habe, und das habe ich schon zweimal gemacht, glaube ich. Und davon werde ich auch noch ein paar Challenges spielen, aber die sind halt relativ schwierig oder beziehungsweise relativ, ja, ich sag mal, dafür muss der Zeitpunkt stimmen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ein paar einfache Challenges machen und dann kommen die schwierigeren. Und natürlich werde ich auch noch mehr Challenges machen als jetzt diese 5, weil ist ja klar eigentlich. Wäre ja sonst uncool, also auf jeden Fall, ich weiß, es ist schon ein paar Challenges, die ich auf jeden Fall, ich verspreche mich einfach so oft, weil ich habe jetzt schon so lange nicht mehr aufgenommen, das ist, schlimm ist das. Ich kann euch auch sagen, warum ich nicht aufgenommen habe, aber eigentlich ist, na okay, ich sage es euch einfach, weil es ist halt so, dass ich weiß nicht, also ich mache ja meistens SG oder bringe meistens SG oder halt PvP so an sich. Und ja, ihr wisst doch, wie es immer ist bei den Leuten, die nichts hochladen. Das sind Hacker, das sind Teamer und so weiter. Und ja, ich muss einfach dazu sagen, im Moment spiele ich einfach das, was mir Spaß macht. Also ich spiele auch kaum Hide and Seek, ehrlich gesagt. Ich spiele im Moment mit ein paar Freunden auf einem 4TB-Server, und das ist chillig, das macht Spaß. Und ansonsten mache ich tatsächlich sogar mal Hausaufgaben, habe ich mir jetzt angewöhnt. Ich mache jetzt regelmäßig Hausaufgaben. Ja, das ist wunderbar. Aber auf jeden Fall mache ich halt im Moment das, was mir Spaß macht. Und das ist natürlich viel schöner, als jetzt irgendwie SG sich zu quälen, vor allem. Weil das Ding ist einfach, ja, SG macht einfach keinen Spaß. Also, es gibt manchmal so Runden, die Spaß machen, aber dann hat man wieder eine Runde. Zum Beispiel, das ist jetzt schon der dritte Versuch, den ich aufnehme. In der ersten Runde war es einfach ein 2-Team in Deathmatch, die einfach 2v1 gemacht haben. Und das ist natürlich, wenn man die Gold Challenge macht, sowieso ziemlich schwierig, dann so zu gewinnen. Und in der nächsten Runde wurde ich dann relativ am Anfang von dem Typen getötet. Ja, keine Ahnung, auch nicht so cool eigentlich. Nimmt einem schon ein bisschen den Spielspaß, und ja, wenn man jetzt so, keine Ahnung, 20 Runden oder so hat, die man einfach konsequent verliert durch irgendeine Scheiße. Vor allem, ich verliere ja nicht mal, weil ich schlecht bin so wirklich, sondern ich verliere durch irgendeine Scheiße. Also, ich bin zwar im Moment nicht wirklich gut, aber ich denke trotzdem, dass ich gegen die gewinnen hätte können, wenn sie halt, also wenn es nicht so eine Scheiße gewesen wäre. Zum Beispiel dieses 2 gegen 1 im Deathmatch, wo man halt nicht wirklich eine Chance hat, wenn man schlechteren Stuff hat. Weil das Ding ist, ich hatte halt Goldzeug und halt keine Secondaries, und ja, was soll man dagegen? 2 Team mit Full Kette machen. Vor allem, die waren auch noch relativ gut, und ja. Oder halt der Typ, der einem direkt am Spawn killt. Ich meine, dafür kann ich jetzt auch nicht wirklich was, und da kommt man halt nicht so wirklich weg. Und ja, ich sterbe halt im Moment durch Scheiße vor allem, und das nimmt einen dann so ein bisschen den Spielspaß und natürlich auch die Motivation aufzunehmen, weil zum Aufnehmen muss man einfach Spielspaß haben. Also man muss einfach Spaß bei der Sache haben, ansonsten ist das Commentary scheiße oder ja, keine Ahnung was, ihr wisst schon. Und deswegen habe ich jetzt auch die letzten paar Tage nicht aufgenommen, weil ich einfach genau wusste, dass mich SG abfacken wird. Und jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit und Langeweile und nichts zu tun. Da habe ich mir gedacht, nimmst du einfach mal auf. Und ja, bis jetzt läuft es auf jeden Fall richtig gut. Wir haben definitiv die beste Chestwood abgegriffen, die es gibt. Wir haben ja immer schon Goldschuhe und ein Goldschwert und eine Angel. Das ist ziemlich nice. Ich spiele auch mit dem Hunter's Pack, was ich ziemlich nice finde. Und ich habe auch meine neue Maus. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich habe die schon länger. Das heißt, die Rocket Cone XTD, die mir auch ein paar Leute empfohlen haben. Und ja, die ist ziemlich nice, muss ich schon sagen. Auch wenn ich mit dem Programm noch nicht wirklich gut zurechtkomme, muss ich mal ehrlicherweise zugeben. Weil es ist, ja, man kann sagen, es ist kompliziert. Vor allem durch das Design wird es einfach noch komplizierter, als es sowieso schon ist, finde ich. Und ja, ich hätte jetzt gerne eigentlich mal einen Goldharnisch oder eine Goldhose. Das wäre schon schnieke.
Nicht unbedingt Samen. Ich höre die ganze Zeit Schritte hinter mir, das ist voll creepy eigentlich. Ja, so. Was könnte ich denn noch erzählen? Also ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich halt... Es tut mir auch wirklich leid, dass ich einfach so lange schon wieder nichts hochgeladen habe. Und natürlich werdet ihr dadurch auch inaktiver und ich werde auch inaktiver und so weiter. Aber das Ding ist einfach... Ja, es wäre doch sinnlos, ein Video zu machen, in dem ich keinen Spaß habe, oder nicht? Also ich meine, wenn ich jetzt meinetwegen SG spiele und einfach... Oh, nice. Also das Ding ist einfach, wenn ich jetzt die SG-Runde hochbringe, ja wahrscheinlich, wo ich einfach keinen Bock hat und man es mir anmerkt, dann macht es doch auch keinen Spaß, das dazu zu schauen. Und ich möchte einfach, dass euch das Zuschauen Spaß macht, weil das ist ja das, was ich, warum ich das mache, weil ich mache es natürlich einerseits aus Spaß und nicht, weil ich irgendwie damit Geld verdiene. Also ich verdiene übrigens kein Geld mit YouTube, falls ihr das nicht wusstet. Und ja, also ich mache YouTube-Videos einfach nicht, weil ich Geld brauche oder so, sondern weil es mir Spaß macht. Und ich meine, weil es mir Spaß macht, halt wie gesagt. Oh Gott, das war nice. Ich werde jetzt mal hier den hier machen. Wow. Wenn der da reinläuft, das wär tight. Naja, egal. Ich mag die Angel irgendwie nicht so in dem Pixel Pack, aber an sich alles andere. Und ich weiß, dass er hier wahrscheinlich Lex hat. Oh Gott. Komm. Get the Schmeng. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Oh Gott. Okay, das Goldfeld nehme ich nochmal mit. Ganz einfach, weil ist natürlich praktisch so zu haben. Ab und zu. Oh, er brennt, nice. Das ist natürlich echt blöd gelaufen, mein Freund. Nice, den habe ich gut gemacht, Erik, gut gemacht. Hat er denn eine Goldhose? Nee, eine Lederhose, Mist. Schade. Und Bung hat er auch nicht, das ist natürlich doof. Ich hätte echt noch gerne eine Hose, wenn ich ehrlich bin. Da war eine Karotte drin, die nehme ich auch nochmal mit. So, jetzt muss ich da wieder hochkommen. Och, Mist. Kann man hier eigentlich? Nee, kann man nicht. Naja, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall... Also ich mache es halt einfach nur, um Spaß daran zu haben. Und ich lade die Videos auch für euch hoch, damit ihr Spaß daran habt. Und deswegen wäre es sinnlos, wenn ich mich jetzt dazu zwingen müsste, ein Video hochzuladen. Also ist jetzt nur meine Meinung. Aber ja, es ist halt so, dass ich mich nicht zwingen möchte, irgendeinen Scheiß halt hochzuladen. Also ihr kennt wahrscheinlich auch diese YouTuber, die halt dann, wenn sie angepisst sind, so ein richtiges Hate-Commentary über Hive hochladen. So Hive früher, Hive heute. Und das ist... Keine Ahnung, es ist zwar schon eigentlich ganz nett, wenn man solche Videos hochlädt, auch so mit Targetern und so weiter. Aber ich finde, man sollte es dann noch mit angemessener Wortwahl und so weiter machen. Und nicht unbedingt nur, weil man wütend ist, halt irgendeine Scheiße raushauen. Das gleiche ist halt auch, wenn man einfach zum 20. Mal aufnimmt oder so und dann einfach nur Scheiße labert und einfach nur angepisst ist und so. Ja, das ist dann natürlich auch nicht so schön, wie hinter mir ist einer. Oh, fuck. Okay, das hat... Ja, ich habe ihm Doppelhit gegeben. Oh, den könnte ich sogar kriegen eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Fuck, war das knapp, fuck, war das knapp, fuck, war das knapp, fuck, war das knapp. Oh shit, Leute. Leute, Leute, Leute. Wenn der jetzt einen Bogen hat, na, nee. Dann reicht's mir. Meine Kameraden. Oh shit, ich glaube, der ist hinter mir ziemlich dicht. Oh fuck, ich bin hier geblieben. Shit, 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 shit. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Ich gehe einfach ins Wasser. Was soll mir passieren? Oh Gott, ich treffe ihn nicht mal. Geh weg. Okay. Oh Jungs, Alter, das war richtig knapp. Ich war einfach so low. Ich war einfach so low. Ich war einfach so low. Habe ich den bekommen? Der hat den Bogen, nice. Oh shit, nein, 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 nein. Lauf zu der Hose. Warum soll ich zur Hose laufen, Lucy Killer? Aber war da noch eine Hose oder wie? Fuck, hatte der eine Goldhose oder wie? Oh Kacke, nein. Oh shit, das wird witzig. Oh nein, da hat er wahrscheinlich... Oh Mann, ärgerlich jetzt. Oh, der ist hinter mir. Ich hätte das vielleicht nicht machen sollen. Ja, wo ist der Typ? Oh, da vorne, okay. Also jetzt mache ich das erstmal, crafte ich das zusammen. Kann ich noch irgendwas Cooles machen? Nicht wirklich. Ich habe 5 TNT und ein Feuerzeug, was ich benutzen muss. Ich hoffe mal nicht, dass der nur auf mich geht, wie man sonst immer fucking gewohnt ist. Ne? Wenn die Leute einfach nur auf einen gehen. Ich probiere einfach... Okay, wenn die zweiten, schaffe ich ab. Okay, der eine, der Creeper, der ist auf jeden Fall ein Noob, schätze ich. Dahin ist noch einer, und der hat auch guten Stuff. Swordmaster 59, von dem habe ich ja Respekt, weil ist ja ein Schwertmeister immerhin. Jetzt ist der Zauberer Merlin auch gestorben. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Scheiße laber. Ich möchte einfach irgendwie vielfältigere Commentaries auch machen, also vom Wortschatz her vielfältiger, weil ich finde es einfach so langweilig, wenn die Leute einfach nur komplett in Anglizismen reden. Weil ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber ey, ich treffe ihn nicht. Kick low, der Merlin hatte Hex. Der Merlin hatte Hex? Ach, der Creeper hatte Hex, oder wie? Natürlich witzig zu wissen.
Und warum geht der Mongo auf mich? Da ist noch jemand mit viel besserem Stuff. Ach Gottchen. Ja, das Ding ist, ich habe 4 Rüstungspunkte Goldschwert. Ich muss eigentlich abstauben. Deswegen werde ich das jetzt auch machen. Also ich werde versuchen, dass die irgendwann kämpfen und dann... Weil es geht ja bei den Challenges darum. Also eine Challenge ist dann erst geschafft. Habe ich mir so gedacht, wenn man gewinnt, weil ansonsten ist das ja sinnlos eigentlich. Deswegen möchte ich das jetzt... Okay, da war TNT. Vielleicht battlen die sich ja. Ein bisschen Glück. Und dann würde ich sagen... Ja, okay, die battlen sich nice. Ich habe 30 Pfeile, Junge. Sag mir doch Bescheid. Warum sagt ihr denn nichts? Ich würde mal sagen, Boss beim Deluxe. Da waren wieder die Anglizismen am Start. Entschuldigung. Aber... Oh Gott. Mit der Maus kann ich gar nicht aimen. Mit dem Bogen zumindest. Das ist so schlimm. Es ist grausam mit der Maus mit dem Bogen aimen. Ich habe mich einfach noch nicht an die Maus gewöhnt. Nicht so gut, dass ich damit Bow spammen kann. Das tut mir echt leid. Ansonsten würde ich jetzt echt Bow spammen komplett nur auf. Weil mit 8 Fallen kriegt man jemanden mit Full Iron, wenn er nicht blockt. Also wenn er nicht den hier macht. Und ja. Deswegen. Hast du ihn getroffen? Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen... Lol, ist gerade geflogen. Okay, nice. Ja, ich hab eigentlich gerade voll den guten Ping. Oh, nein. Oh, das war nicht so gut. Zack. Okay, das war nicht so gut. Oh, nice, hat ihn voll zernommen. Yo, der hat Ex. Yo. Wahrscheinlich. Eichel Hex. Aber ich muss gucken, ob da eine Hose war. Fuck. Oh, ich muss jetzt Boost. Ich muss Fire spammen. Es tut mir leid, dass ich so noobig bin, aber. Der hackt, glaube ich. Nein, meine Maus. Oh mein Gott. Nice, ich habe gewonnen. Oh Gott, und das, obwohl die Maus. Oh, ich kann mit der nicht so gut Bogen schießen. Es tut mir leid. Hashtag. Ich frage ihn mal nach dem Hashtag. Oh, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Eigentlich wollte ich dem Maxi nach einem Hashtag fragen. Aber ich habe auf jeden Fall die Gold Challenge direkt geschafft vom 3. Versuch. Ja, das ist ja richtig grandios gelaufen. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video soweit gefallen hat. Ich hoffe, dass euch die Challenge soweit gefallen hat. Und ja, es war ja eigentlich ein ganz cooles Gameplay dafür, dass ich so einen Scheiß-Stuff hatte. Tut mir leid, falls der Typ jetzt nicht gehackt hat. Ich bin irgendwie ein bisschen paranoid, weil auf Five irgendwie jeder hackt. Und Leute, jetzt kriege ich einfach Blackback. Ja, perfekt einfach jeder, deswegen habe ich jetzt gesagt, dass er hackt. Vielleicht hat er gehackt, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch einfach mal Hashtag Gold in die... Ich lag hier einfach komplett. Also schreibt einfach mal Hashtag Gold in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich hoffe, dass euch das Video so weit gefallen hat, dass ihr Spaß dran hattet, dass es ein bisschen spannend war. Das sollen die Challenges natürlich sein. Und ja, ihr könnt natürlich wieder Challenges vorschlagen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.